Ja, so, ja. Sehr verehrte Anwesende, ich verrate Ihnen bestimmt kein Geheimnis, dass dieser Tag heute zu einem der aufregenden Erlebnisse von mir gehört. Ich danke Peter Judis, dem Verso Verlag und all denen, die das unterstützt haben, vor allen Dingen dem Übersetzer. Ich finde, liegt hier ein großartiges Buch vor, schön in der Gestaltung und inhaltsreich. Wir haben zwei Briefe ja heute schon vernommen. In diesem Band selbst sind 230. Dear ladies and gentlemen, it will not come as a surprise to you that this evening is a great event for me. I would like to thank Peter Judis and Verso Verlag and everybody else who participated in this project for their contribution. The result is a very beautiful book, beautiful aesthetically and also in its content. And dieser eine Band als Auswahl von Briefen beruht auf der fünfbändigen Ausgabe gesammelte Briefe, die 1982 bis 1984 in Berlin in der DDR erschienen sind. Okay, this volume, which contains 200 letters, is based on a five volumes which appeared between 1982 and 1984 in the former GDR. Selbstverständlich ist das nicht meine alleinige Arbeit gewesen, sondern war eine Teamarbeit einer kleinen Redaktion, die in den jeweiligen Bänden ausgewiesen ist, in deren Namen ich hier heute auch gern spreche. Sie haben berechtigt die Frage, wie ich denn eigentlich zu der Idee kam, einen Auswahlband auf dieser Grundlage zu machen. Okay. So this book is a selection that was created in a very small office, and it is certainly not my only work on Rosa Luxemburg. And you will probably want to know how I came up with the idea of making a selection from the existing volumes. Die Idee wurde geboren eigentlich in der Zusammenarbeit mit Margarete von Trotta an dem Rosa-Luxemburg-Film, die ich ja seit 1942 hatte. Und als wir dann die Diskussionen um diesen Film erlebten, beide, da war mir klar, dass die bisherigen Interessenten an Russen-Luxemburg noch nicht genug von der gesamten Persönlichkeit, von ihrem persönlichen Leben, auch von ihren Geliebten, von ihren Freunden, von ihren Konflikten wussten. Also die Biografik bis dahin eigentlich zu sehr auf die Politikerin zugeschnitten war. Okay. The idea was born in my collaboration with Margarete von Trotta on her film about Rosa Luxemburg. The discussions that arose during that collaboration made very clear that the people who were previously interested in Luxemburg did simply not know enough about her personal life, about her lovers, her friends, her conflicts, and all of that had always been overshadowed, overpowered by the political life. Eigentlich hätte ich ja dann an eine Biografie denken können, und ich muss Ihnen schon verraten, zu dieser Zeit, den letzten Jahren der 80er Jahre, war die Zeit für eine umfassende Biografie über Rosa Luxemburg nach meiner Einschätzung nicht reif. Es herrschte eine dogmatische Auffassung über Biografien, über Revolutionäre vor. Das war besonders geprägt, dass eigentlich Ernst Thälmann im Mittelpunkt stand, und da man über ihn nicht allzu viel Persönliches und so Welt,
Bewegendes zu berichten hatte, war eine große Skepsis vorhanden und ich entschloss mich, es mit einer Auswahl von Briefen zu versuchen, ihre Biografie publik zu machen. Okay. The question would of course be, why not do a biography? But I have to say that in the last years of the 1980s, the time was simply not ripe for that. At the time, there were many dogmatic ideas about the biography of revolutionaries were prevalent, and they were based in large part on the idea that Ernst Thälmann was in the center of the political movement, and at the same time, there was not that much personal material about him. So that kind of stood in the way. Der Band, der die Überschrift trug, also ja in meiner ersten Fassung, herzlichst Ihre Rosa, eine Grußform im Briefwechsel, ist zur Frühjahrswesse 1989 in Leipzig präsentiert worden vom Karl Dietz Verlag. Okay. The book, which was under the title Herzlichst Ihre Rosa, which could be like Most Cordially Yours Rosa, was presented in 1989 at the Leipzig Book Fair, still in GDR times, at the, wie war der Verlag? The Karl Dietz Verlag. With the Karl Dietz Berlin. Publishing House Berlin. Yeah. Dieser Band umfasste 190 Briefe, der jetzige 230. Ich habe ihn aufgrund des Vorschlages, als diese englische Übersetzung zur Debatte stand, um 40 Briefe erweitert, und zwar auf der Grundlage eines Briefbandes, nämlich des sechsten, den ich erst 1993 publizieren konnte. Dieser Band ist also damit auch schon wieder ein Unikat. Er existiert also in dieser Art nur in der englischen Übersetzung. Ansonsten muss man sich die einzelnen Briefe in der Gesamtausgabe suchen. Okay. So, this volume that appeared in Dietz Verlag contained 190 letters, and this one now has 130. 230, and I decided to add 40 letters, which mostly were taken from the sixth volume, which makes this one here now a unique product. This is the letters in this form are only assembled in the English version. Mm-hmm. 230 Briefe von 2700 sind nicht einmal 10%. Und dennoch meine ich, dass sie in dieser Kombination sehr prägnant, dass also sowohl das Leben, die Persönlichkeit und den Kampf Rosa Luxemburgs sehr sozusagen in ihrer eigenen Sprache nahegebracht bekommen. So, 230 letters don't from 2,700 which she wrote do not even make 10%. But I still believe that in this combination they shed a lot of light on her personality, her life, her struggles and her loves. Sie erleben sie also schon in den ersten Briefen als Studentin. Sie können sie als Jungverliebte, als schon reifere Frau mit anderen Ansprüchen an ihre Geliebten erleben. Sie erleben sie als Journalistin mit allem Für und Wider in den Redaktionen der einzelnen Presseorgane, als Rednerin, als Theoretikerin, als Freundin engster Vertrauter wie eben Mathilde Wurm, Luise Kautsky, Sophie Liebknecht, Mathilde Jakob. Sie erleben sie in der Auseinandersetzung um die Parteientwicklung und als Mitbegründerin, es ist ja heute schon gesprochen, davon worden der Spartakusbewegung und natürlich auch in ihren Sehnsüchten im Leben, ihre Neigung, auch mal eine Krise
durch Malerei auszufüllen oder der Botanik sich wieder einmal zuzuwenden und Herbarium zu machen. Also in Wirklichkeit meine ich nicht zu übertreiben, dass sie in dieser komprimierten Form doch die Rosa Luxemburg in Gänze präsentiert bekommen. Und da kann man nur wünschen, dass es sehr viele als Buch in sich aufnehmen. Okay. Already in the first letters you will experience Rosa Luxemburg as a student, you will experience her as a young woman in love, then as a slightly more mature woman with greater demands on her lovers. You will learn about her as a journalist working in the newspaper offices, the pro and cons of opinions, and you will learn about her as a speaker, a theoretician, and as a close friend and confidant to several women, among them Mathilde Wurm and Sophie Liebknecht. You will learn about her as the co-founder of the Spartacus movement, and you will read about her longings and also an attempt, for example, to counter a personal crisis by picking up painting or going back to studies of botany and creating a herbarium. So I don't believe that I exaggerate when I say that this book will present Rosa Luxemburg in toto, and I hope that this will engage a lot of readers. Yeah. Man kann tatsächlich sagen, ich übertreibe nicht und deshalb gratuliere ich sehr, dass das große Projekt so eröffnet wird. Es ist eigentlich eine Autobiografie der Luxemburg in Briefen. Okay. Once again, I don't think it's an exaggeration and I'm very glad that this view of Rosa Luxemburg through her letters came about, and it is actually could be considered an autobiography of hers through her letters. Vielleicht noch ein paar kurze Worte zum Vorwort, weil sie in diesem Vorwort meine persönliche Meinung zu diesem von mir über Jahrzehnten erarbeiteten Persönlichkeitsbild Rosa Luxemburgs kurz skizziert kriegen, aber ich lege sehr großen Wert darauf, dass sie auch da noch einmal, wie manche meiner Kollegen das schon früher getan haben, zum Beispiel Gilbert Badia, sie als Briefschreiberin auch charakterisiert wird mit ihren ganzen Stärken und Neigungen und Unterschieden. Und sie haben eine in dieser Form bisher in der Literatur nicht existierende, detaillierte Geschichte der Briefedition seit 1919. Das ist so der Hauptbestandteil des Vorwortes und damit also noch eine weitere Ergänzung zur Orientierung und Information. Okay. A few words about the preface. There you will find, after so many years of working on the subject of Rosa Luxemburg, my personal opinions about her in a very brief sketch. It is important to me to introduce her as a letter writer, as others like Gilia Badia have done, but also to give beyond that, a detailed history of letter edition since 1919. Und ich sagte ja mit dieser Editionsgeschichte, denn der erste Briefband ist von ihrer Freundin Sophie Liebknecht unmittelbar nach der Ermordung herausgegeben worden, die legendären Briefe, die weltweit auch in Übersetzungen existieren, Briefe aus dem Gefängnis. Und ich möchte eigentlich meine kleine
Bemerkungen, Zeit ist ja vorgegeben, doch mit einem Erlebnis von vor 2 Jahren in Tel Aviv, wo ich zur Eröffnung des Büros der Rosa-Luxemburg-Stiftung als Biografin eingeladen war und auch einen biografischen Beitrag dort gehalten habe, konfrontiert wurde mit einem zu Herzen gehenden Erlebnis, weil bei der Vorbereitung der dortigen Konferenz publik wurde, dass 1942 in Israel diese Briefe Rosa Luxemburg an Sophie Liebknecht in Hebräisch erschienen sind. Etwas, was in der Bibliografie bisher nirgends vermerkt war. Und das Erregende dabei ist es eigentlich, was eben doch so den Zugriff zu Rosa Luxemburg betrifft, die Übersetzerin Lea Goldberg war 1938 als Jüdin aus Königsberg nach Palästina emigriert. Sie war keine Politikerin, sie war eigentlich sogar, sie nahm sich wie unpolitisch aus, sie war Übersetzerin und schrieb Kinderbücher und schreibt oder übersetzt 42 die Briefe dieser linken Politikerin, einer Jüdin, und sorgt sich, also erhält selbst dabei Kraft und gibt anderen Kraft mit diesen Briefen, und das ja in einer äußerst schwierigen Zeit. Und sie hat gesagt, dass sie vor allen Dingen durch die Naturverbundenheit, durch die Menschlichkeit und den Humanismus, der aus diesen Briefen spricht, besonders angeregt wurde zu dieser Übersetzung. Und die liberale große Zeitung Tel Avivs brachte eine ganze Seite erstmalig über, sowohl über die Konferenz, aber mit einer großen Publikation zu diesem Kleinod in der Literatur mit der Überschrift Rosa, rett, rett, rett. Danke für Ihre Aufmerksamkeit, aber jetzt hat sie nur viel zu tun. Ja, aber, Rosa, was jetzt ist das letzte? Rosa, rett, rett, rett. Die rote Rosa. Rosa. Ah, ja, okay. Ja. Okay. Das war jetzt. Das ist okay. Jetzt habe ich übertrieben, ne? No. Okay, so after to go back to the history of book of editions of the letters, in 1941 an edition of letters was published, letters to Sophie Liebknecht, and those were the letters that when after she had been murdered, letters from the prison, and which were translated all over the world, and which really became legendary. And I had a very personally important and touching moment when I was in Tel Aviv 2 years ago on the occasion of the opening of a Rosa Luxemburg Center. Mm-hmm. Is that correct? Office center, and in connection also with a conference that was taking place then. So at the time it was made public that in 1942, also in Israel, a Hebrew translation of these letters from prison had been published. And it was a very touching moment for me because the translator was a woman by the name of Lea Goldberg, a Jew from Königsberg who had emigrated to Palestine in 1938 and who was actually not a political person whatsoever. She was a writer of children's books, but she had gotten a hold of an edition of the letters and was compelled to translate them because she felt that during those very, very hard times, these letters would give her strength, and she wanted to pass that strength on to other people.
And she felt that Rosa's love for nature, her humanism, her humanitarian strengths were helping her, and this was what attracted her to Rosa's letters. And at the time, the most liberal newspaper in Tel Aviv devoted an entire page to this jewel of these early Hebrew letters, which ended with a quote Rosa, from there. Yeah. Rosa, red, red, red. Okay. Thank you very much for the translation. Thank you.